Insgesamt leben hier auf dem Hof in Oxbö 8000 Hühner in Bodenhaltung. Damit sind sie deutlich in der Überzahl, obwohl die Nachfrage nach Eiern aus Freilandhaltung steigt. Doch für Landwirt Frank Jessen hat diese Haltungsform klare Vorteile. Aus hygienischer Sicht ist die Bodenhaltung ein Vorteil, weil die Hühner ja mit weniger Keimen konfrontiert werden. In der Freilandhaltung haben die Hühner ja Kontakt zu den Wildvögeln. Das ist ja auch zum einen Nachteil. Auch das Risiko, dass sie sich verwurmen, ist wesentlich größer. Außerdem, für einen Bauern nicht unerheblich, durch die Freilandhaltung gehen wertvolle ackerbauliche Flächen verloren, auf denen sonst auch Nahrungsmittel produziert werden könnten. Wir hängen an jedem Quadratmeter fruchtbarem Land. Und es ist schon ein großer Luxus, die Hühner drauflaufen zu lassen. Also ich finde, das spricht schon sehr für die Bodenhaltung. Ein weiterer Vorteil, es ist einfacher für ein gutes Stallklima zu sorgen. Es ist sehr viel leichter, in meinem Bodenhaltungsstall eine trockene Anstreu zu erreichen. Und die trockene Anstreu ist mit das Wichtigste fürs Wohlbefinden der Tiere. Ganz sachlich betrachtet müsste man eigentlich Bodenhaltungstiere kaufen. Wenn das emotional eine Rolle spielt oder wenn man der Verbraucher das wünscht, dass die Hühner raus können, kann man auch sehr gut Freiland hier Eier kaufen. Bye.